So, wir kommen wieder zu einer neuen Folge Open TDD. Mein Name ist Sergen Gaming und wir waren gerade bei den Ersatzteile Altmetall Produktion, dass das ja mal produziert werden und dass wir da hinten die Altmetalllaster auch anders umschreiben können, weil wir haben hier einmal diese kleine Insel. Mal gucken, wie wir das hier kriegen, ob wir hier rüber bauen, dass sich gegenseitig kriegen, weil eigentlich ist das die Großstadt. Hier haben wir einen. Vielleicht können wir hier das mit einem Fahrzeug dann hier rüberbringen und hier vielleicht zum Bahnhof bringen. Dann haben wir hier noch Altmetall und das können wir vielleicht auch mit dem Autozug hierher fahren. Oder wir schließen das hier Verwertungshof und machen hier einen Wertungshof auf. Das könnten wir vielleicht machen. Hier wird jetzt auch Altmetall hergebracht. Da habe ich Stahlanschlacke, wo ich noch Stahlanschlacke noch nicht in die Produktionskette mit aufgenommen habe. Schlackemühle. Was macht die Schlackemühle? Doch, ich habe die Schlackemühle schon. Die Schlackemühle ist doch hier, oder? Genau, hier habe ich die Schlackemühle schon gebaut. Die Schlackemühle nicht schon gebaut. Ja, die gibt's wieder hinten. Die macht noch mal Dünge mit dem Zement. Für was haben wir den gebaut? Der Gravierhof ist ein Stück. Der ist da hinten drin. Und den müssen wir da rausholen. Dann haben wir den Elektrik. Der ist da oben drin. Dann haben wir die Metallwarenfabrik. Die ist auch da drin. Die Beine müssen wir da raus haben, weil das ist das, was wir brauchen. So, aber wir verdienen jetzt ein bisschen Kohle. Gucken, dass das Altmetall ganz gut anläuft. Oh, wir machen 1 Million Yen Gewinn. Wir machen auch mit den Zügen 1 Million. Das ist schön. Wir machen mit den ganzen 1,4, 1,6 kommen. Das ist gut. Das ist richtig gut. So, wer kriegt jetzt Altmetall und bauen jetzt auch damit Aluminium. Aluminium wollten wir. Welche Fabrik wollten wir schließen? Die Metallwarenfabrik. Macht Kusserie und Verpackung. Was kostet die? Metall. Metall. Ja, war weg. 390 nur. Nicht jetzt? Dann setzen wir die doch hier hin. So. Nimmt jetzt Aluminium und Stahl an. Ha! Aluminium, Stahl und Zink. Zink müsstest du auch annehmen.
Aluminium, Ersatzteil ist Stahl und Zink. Hätte auch hier hinsetzen können, weil die muss ich also sowieso noch. Einzugsgebiet. Da werde ich noch was bauen können. So. Oh, und da muss mit rein. Ah, genau, jetzt haben wir hier Stahl, Aluminium und Zink, was wir herbringen. Und Zink müssen wir auch umbauen. Ein Stadion. Ja, der baut sich hier aus und hat auch ein Haus schon da drüben gebaut. Verrückt. So, mal weg. Hier. Kann sich hier ausbreiten lassen. So. Dann können wir jetzt hier die Aluminium, was wir hierher produzieren. Aluminium. Aber wir müssen die Züge noch alle einsortieren. Wir müssen auch langsam auch alle alten Züge wegbringen. Die alten Produktion. So, wenn wir bitte hierher fahren. Laden und dann müsst ihr bitte hierher fahren. Oh, ich hasse es in letzter Mal. Wenn wir bitte Taste. Im Haltepunkt bitte vollladen. So, Haltepunkt, oder? Nein. Ja, der Haltepunkt hinten. Und hier entladen. Du hast Aluminium. Zwei Stück. Abfahrt. Dann brauche ich. Ja. Du machst das, ne? Ja, Stahl. Brauchen wir Schienenfahrzeug, die EH200, Stahl. Oh, Stahl ist ein Flugwagen. Oh, wir wollen noch Stahl fahren, weil wir den auch einen Container fahren. Nee, Sprengstoff. Ich wollte Stahl haben. Da ist nur noch der Flachbeordner. So, dann nehmen wir bitte hier. Hier, Güterbahn Boss Ost. Stahl doppelt Abfahrt. Weil es lange Strecken sind. So. Und jetzt warten bis hier Brandkalk. Brandkalk, oder? Sparen. Oh, 367. Ich wieder 5 Millionen, nur weil ich vorspule. Dünger und Sprengstoff sind hier abgöttisch hoch. Bewertung, sehr gut. Sprengstoff eher schlecht. Düngemittel auch mittelmäßig. Aber könnte ich noch irgendwo. Der nimmt Düngemittel und der nimmt nur. Boah. Ich habe nur einen, der Düngemittel nimmt. Und der andere nimmt nur Sprengstoff. Also, was fährst du? Sprengstoff.
Können wir noch einmal fahren. Was fährst du? Junge Mitte. Nein, ich zuck, was ich weiß. Machst du dich nochmal, um das zu erhöhen? Mit landwirtschaftliches Ruf. Landwirtschaft haben wir doch einmal. Der macht Nitrat. Landwirtschaftliches Betriebsmittel haben wir hier. Und einmal hier haben wir Ersatzteil. Wenn wir hier nochmal zwei setzen mit dem Ersatzteil und Landwirtschaft, dann habe ich hier nochmal Ersatzteil und nochmal landwirtschaftliches Betriebsmittel. Schienen werden fahren. Zug fährt los. Der erste Stahlzug fährt los. Und fährt dann hierher. Verpackungsmaterial. Oh, Aluminium werden hier unendlich geliefert, wie es aussieht. Habe ich schon mal zwei, habe ich schon mal fast die Doppelte. Also wie kann ich denn anfangen langsam? Maschinenbaubetrieb und die Fahrzeugfabrik. Wir gehen auf den Sack. Deswegen, weil ich kann, wenn ich jetzt sage, ich brauche ein Fahrzeug und ich brauche Fahrzeuge liefern, Fahrzeuge, kann ich 3 Tonnen Fahrzeuge liefern mit denen, 4 Tonnen mit denen, 3 Tonnen mit denen. Wenn du 10 kann ich heute liefern, kann 4 Tonnen Fahrzeuge. Das ist lächerlich. Oh ja, oh, ich selber machen. Ich mach, glaube ich, noch mal eine Ersatzteil, aber der braucht Rohre und Fahrzeuge. Braucht Fahrzeuge, was braucht sie dann? Wünsche Lebensmittel. Braucht auch Fahrzeuge. Ich werde es hier hinten mal versuchen. Aber das ist ein bisschen größer, das wird hier hinten. Ich kann das komplett umstrukturieren so. Ich würde noch mal ein so einbauen und ein Land wie Betriebsmittel. So. Dann baue ich jeweils 2 Züge
Sprengstoff. Dann brauche ich die Düngemittel zu. Düngefahrzeug, Schienenfahrzeug, ja, 200. Düngemittel, Düngemittel. Nee, nicht Chlor, oh Gott. Das möchte ich nicht. Ist jetzt hier gefallen? Ich hab die finde ich auch nicht, aber wo ist jetzt hier gefallen? Oder ich muss die mal kurz entsorgen. Und das heißt, wenn Virtual ist oder so, ich muss ihn mal in die frische Luft setzen. So, wir müssen hier mal Feier machen. Die Kinder sind gekommen, ich muss mich mal darum kümmern. So, danke fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es ein Gaming um TD spielt. Danke fürs Zuschauen.